the action. Ja, Hamdi, als Reporter hat man die undankbare Aufgabe, teilweise dumme Fragen zu stellen. Trotzdem natürlich die Frage, wie fühlt sich diese Niederlage hier in Erfurt an? Ja, bitter, sehr müde, so ein bisschen, ja, schon eine Enttäuschung, muss man sagen. Inwiefern war der frühe Platzverweis so das entscheidende Moment in diesem Spiel? Weil ihr seid gut reingekommen, ihr seid dann auch viel gelaufen, aber es wirkte irgendwie so, als ob ja, immer einer zu viel war. Ja, ist ja klar, ne? Wenn wir hier mit 11 Mann hier das Spiel beenden, dann bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir ein ganz anderes Spiel sehen. Also das war schon eine knackende Entscheidung. Es fühlt sich so an, als ob das ein emotionaler Lichtschalter ist, der ausgedrückt wurde. Täuscht einen? Ja, wir haben jetzt wieder keine Punkte geholt. Es wird jetzt immer schwerer. Die Spiele werden immer weniger. Und die Konkurrenz, die punktet weiter. Ja, wird immer schwieriger, ne? Die Chancen werden immer geringer. Danke dir. Gerne. Ja, Uwe, 1-2 am Ende bei Rot-Weiß Erfurt. Als Reporter hat man manchmal die Aufgabe, dumme Fragen zu stellen. Trotzdem natürlich auch die Frage, wie es gefühlstechnisch bei euch aussieht. Ich habe eine sehr niedergeschlagene Mannschaft nach dem Schlusspfiff gesehen. Ja, absolut. Denn, ich glaube, dass natürlich nach der Serie von 5 Siegen am Stück wir schon vollgepumpt waren mit Selbstvertrauen. Man muss jetzt in der Rückwärtsbetrachtung schon sehen, dass wir uns das durch persönliche Fehlleistungen schon sehr, sehr stark kaputt gemacht haben. Das ist im Fußball manchmal so. So schnell wie eine gewisse Selbstverständlichkeit nach den beiden Siegen gegen Wien und Bremen eingezogen ist, nachdem wir vorher auch Probleme hatten, so schnell kannst du das auch wieder einreißen. Am Ende glaube ich, und das sind natürlich Dinge, die muss man analysieren, wenn man in der Zukunft besser werden will, wenn man wirklich mal dauerhaft ganz oben mitspielen will. In Summe haben wir in beiden Spielen relativ ähnliche Fehler gemacht. Wir haben eben Tore durch das Zentrum bekommen. Auch heute war kein Gegentor, sondern war dann eben die rote Karte von Bernard Cuillère. Eine Konstellation, bei der eben niemals eine torgefährliche Situation durch den Gegner entstehen kann und darf. Deswegen war das mit Sicherheit heute ein spielentscheidender Faktor. Danach hat die Mannschaft, glaube ich, hier bei schon deutlich gestiegenen Temperaturen, glaube ich, schon auch einen vernünftigen Fight abgeliefert. Also sprich, wir haben uns schon dagegen aufgelehnt. Auf der anderen Seite muss man natürlich ganz klar sagen, dass wir heute mit Chris Andersen und Moritz Fritz zwei Spieler auf dem Platz hatten, die lange, lange Zeit nicht gespielt haben. Da tun diese Unterzahlkonstellation natürlich doppelt weh. Wir haben mit Sicherheit auch mit Dodo Ernst einen Spieler, der derzeit nicht regelmäßig trainieren kann, heute bringen müssen auf der Rechtsverteidigerposition. Und Dodo hat unzweifelhaft gesagt, ja, natürlich stelle ich mich zur Verfügung, aber er hat natürlich nicht diesen Schwung, den er in der normalen Trainingswoche aufnehmen kann. Darüber hinaus, glaube ich, ist die Konstellation dieser Mannschaft nicht unbedingt darauf angelegt, so übermäßig viel zu laufen. Da fehlen uns einfach auch ein paar Jungs, wie beispielsweise Robbe Scheu, der wahnsinnig viel eben wettmachen kann durch seine enorme Power. Und deswegen war es heute natürlich so in dieser Unterzahl, dass wir aus meiner Sicht eigentlich nur verwalten konnten. Dass wir relativ vernünftig gestanden haben, dass der Gegner viele Weitschüsse hatte, die Tim hervorragend gehalten hat oder die knapp vorbeigingen. Aber am Ende hatten wir nicht genug Aktivität, um tatsächlich selbst zu Tormöglichkeiten zu kommen. So ehrlich müssen wir sein, da haben wir kein gutes Freilaufverhalten in die Tiefe gehabt. Keita hat zu oft im Abseits gestanden, zu weit außen positioniert. Auch unsere finalen Bälle kamen nicht optimal. Als endlich mal einer überragend gekommen ist und Keita 3 Meter nicht im Abseits steht, kommt der Linienrichter auf die Idee, die Fahne zu heben. Das alles beim Stand von 0-0, das hätte vielleicht nochmal so eine andere Richtung geben können. Aber wenn man ehrlich ist, dann haben wir heute wenig Möglichkeiten gehabt, mehr als einen Punkt mitzunehmen. Dafür musst du dann perfekt verteidigen. Das ist uns nicht gelungen. Insofern bin ich am Ende einfach nur froh, dass es kein Debakel geworden ist. Das hätte es ja auch sein können bei den ordentlichen Möglichkeiten, die Erfurter noch hatten. Bin froh, dass wir ein bisschen Ergebniskosmetik betreiben konnten. Dass Amir auch sich für sehr gute Trainingsleistungen jetzt mal mit seinem ersten Tor belohnt hat. Ich glaube, das sind so kleine Faktoren, die ein bisschen Mut machen. Auf der anderen Seite muss man jetzt so ehrlich sagen, dass die Leistung der beiden letzten Spiele einfach nicht ausgereicht haben, die Fehlerhäufigkeit eine zu hohe war, um tatsächlich auf 3 Punkte zu gehen. Und deswegen haben wir uns aus dem Rennen erstmal nach ganz oben verabschiedet und müssen uns jetzt logischerweise neuen Zielen widmen. Wir sind uns wahrscheinlich einig, dass die frühe rote Karte so ein spielentscheidendes Momentum war. Man hat ja schon häufig Mannschaften in Überzahl gesehen. Ich habe Erfurt nicht so stark in Überzahl gesehen, sondern ich habe eine sehr laufwillige Fortuna gesehen, eine sehr hungrige. Aber ich hatte von außen das Gefühl, dass wir, wenn wir Ballbesitz hatten, den sehr schnell wieder hergegeben haben. Wie hast du das gesehen? Ja, absolut. Und ich meine, man darf nicht vergessen, in Unterzahl zu spielen. Und
das soll kein Alibi sein, aber von jetzt auf gleich sind das 10, 12 Grad mehr. Nochmal, wir haben keine optimale Konstellation auf dem Platz gehabt für ein sehr, sehr laufintensives Spiel. Das ist einfach so. Dafür sind einige Spielertypen nicht so prädestiniert, um nochmal deutlich mehr draufzupacken. Dafür haben Spieler über einen langen Zeitraum nicht gespielt, die erstmal Rhythmus aufnehmen müssen, die Sicherheit brauchen. Und wenn du dann von Anfang an weißt, du musst dich jetzt erstmal reduzieren auf das Verteidigen des eigenen Tores, dann fehlen dir oft 10, 15, 20 Meter, um tatsächlich auch in eine gute offensive Position zu kommen. Du bist erstmal froh, dass du einen Angriff des Gegners irgendwo überstanden hast und du kommst in keine optimalen Spielkonstellationen, um das Spiel dann selbst nach vorne zu tragen. Ja? Und dann ist es tatsächlich so, dass wir heute wenig Möglichkeiten hatten, um selbst 1-0 in Führung zu gehen, aber ganz, ganz viele Möglichkeiten hatten, hier zumindest mit einem 0-0 nach Hause zu fahren. Dann bin ich mir sicher, wenn wir das so in die 80. Minute bringen, dass vielleicht auch ein Gegner ein bisschen nervöser wird, etwas mehr aufmacht. Ich bin auch ganz ehrlich, das habe ich heute in der Halbzeit kommuniziert, ich wollte auch ein Stück weit ein 0-0 spät so ab der 70. coachen nach den Ergebnissen auf anderen Plätzen, um vielleicht dann doch nochmal in ein Risiko zu gehen, denn wenn andere Mannschaften gewinnen, dann macht es ja keinen Sinn, hier irgendwo nur einen Punkt mitzunehmen, dann musst du vielleicht ein gewisses Risiko geben. Das alles war natürlich dann irgendwo über den Haufen geworfen durch das 0-1 und das schnelle 0-2. Da ging es dann um andere Faktoren, beispielsweise eben hier nicht komplett unterzugehen, sondern möglichst noch ein gutes Ergebnis herauszuholen. Okay, du hast jetzt schon angedeutet, dass der Blick auf die Tabelle wehtut. Inwiefern hilft es trotzdem noch, so Highlights zu haben wie im Pokalspiel, wie ein Heimspiel gegen Meppen, Münster, Rostock, Paderborn? Aktuell hilft das gar nicht, weil ich mache mir große Sorgen um den Dienstag. Das kann ich nicht verhehlen. Wir haben wahnsinnige personelle Probleme, die kann man ja nicht wegdiskutieren. In einer für uns super günstigen Konstellation wurde das Spiel ständig abgesagt, weil Kunstrasenhalme wohl brechen bei 0 Grad, keine Ahnung. Jetzt auf einmal müssen wir in einer Situation spielen, wo wir natürlich alle Nachteile irgendwo auf unserer Seite haben. Freialdenhofen geht wunderbar ausgerührt in dieses Spiel, weil ihre Spiele abgesagt werden. Wir haben heute hier einen richtigen Materialkampf gehabt. Ich glaube, unnötigen Materialkampf, weil wir wieder durch eine persönliche Fehlleistung in Unterzahl geraten sind. Das tut dann richtig weh. Insofern haben wir auch nicht die ganz großen personellen Alternativen für Dienstag und jetzt muss ich logischerweise erst in die Truppe reinschauen. Wir haben einzelne Spieler dieses Spiel verkraftet, wie können wir uns auf Dienstag optimalst ausrichten. Deswegen aktuell ist meine Laune jetzt nicht so toll und ich will auch hier nicht irgendwo geschönt sagen, mein Blick geht schon nach vorne. Ja, der muss inhaltlich nach vorne gehen. Emotional bin ich jetzt erstmal ein bisschen gefangen in dieser Niederlage, weil ich schon auch diesen Traum gelebt habe, weil ich davon überzeugt war, diese Mannschaft kann in einer idealen Konstellation das auch hinbekommen. Heute die ersten 10 Minuten hat man gesehen, wie sehr überlegen wir Rot-Weiß Erfurt sind. In der Unterzahlsituation hat sich das ein bisschen verkehrt. Deswegen doppelt beschissen, dass du auf der einen Seite in Unterzahl auch noch verlierst. Also im Grunde genommen erstmal dieses Rennen um die oberen Plätze aufgeben musst. Und darüber hinaus hast du noch unfassbar viele Körner verschossen für den Dienstag. Deswegen hoffe ich, dass viele Fortunen am Dienstag am Platz sind, uns irgendwo schon auch nach vorne peitschen, dass da die Enttäuschung auch nicht so groß ist und dass wir eine Mannschaft stellen, die dann am Dienstag ja tatsächlich wieder mit neuem Mut und diesem absoluten Ziel, auch das Halbfinale zu erreichen, dieses Spiel auffasst. Danke.